Okulomotorische Tiefeninformationen sind die Informationen, die das Gehirn von Muskeln im Auge empfängt, die mehr oder weniger stark angespannt sind, je nachdem, wie weit entfernt ein Objekt ist, das man gerade betrachtet. So wie jeder andere Muskel auch, senden die Augenmuskeln Signale zurück ans Gehirn, um es über den Anspannungszustand zu informieren. Und im Falle der Augenmuskeln ist es eben dann teilweise so, dass das Gehirn anhand dessen die Entfernung der fokussierten Objekte ermitteln und berechnen kann. Da gibt es zum einen die Akkommodation. Damit ist die Verstellung, die Einstellung, die Scharfstellung der Linse im Auge gemeint. Und die wird eben gesteuert durch den Ziliarmuskel. Wenn der Ziliarmuskel sich anspannt, dann erschlaffen die Fasern, an denen die Linse aufgehängt ist, wodurch diese Linse dann eine eher kugelige Gestalt annimmt. Das ist die nahe Einstellung. Die Ferneinstellung für weit entfernt liegende Objekte entsteht dadurch, dass der Ziliarmuskel sich entspannt. Dadurch spannen sich wiederum die Fasern, an denen die Linse aufgehängt ist, und ziehen diese dann in eine eher flache Form. Und das ist im Übrigen auch der Grund, warum das, wenn man eine Weile ein Buch gelesen hat, ganz entspannend ist, zwischendurch mal aus dem Fenster zu schauen in die Ferne. Das ist nämlich die Einstellung, bei der dieser Ziliarmuskel sich ein wenig entspannen kann. Das heißt, der Spannungszustand des Ziliarmuskels hängt direkt mit der Entfernung zusammen des Objekts, was man da gerade fokussiert und was gerade scharf gestellt wird auf die Netzhaut. Und entsprechend kann also das Gehirn aus dem Spannungszustand dieses Muskels ermitteln und berechnen, wie weit entfernt das fokussierte Objekt gerade ist. Das wäre die Akkommodation als erstes. Das zweite oder die zweite okulomotorische Tiefeninformation ist die Konvergenz. Damit ist gemeint, dass die beiden optischen Achsen sich aufeinander zubewegen müssen, wenn ein Objekt ganz besonders nah ist. Sie sehen das manchmal Leuten an, wenn die ein nahegelegenes Objekt betrachten, dann scheinen die ein Stück weit zu schielen. Und aus dieser dieses Aufeinanderzubewegen, diese Konvergenz der beiden Augen zueinander oder aufeinander zu, wird eben auch durch bestimmte Muskeln bewerkstelligt, Augenmuskeln, die eben die Augäpfel bewegen. Und auch aus diesen Muskelaktivitäten kann das Gehirn ermitteln, wie weit entfernt das Objekt ist, auf das die beiden Augen jetzt eingestellt werden.